Ich darf Sie ganz herzlich zu der Diskussionsveranstaltung zu unserem Buch Gespaltene Nation, Einspruch von Richard Schröder und mir selbst einladen, hier in der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Potsdam, der Truman Villa. Leider können wir heute Abend, wie Sie wissen, nicht physisch zusammenkommen und diskutieren. Das wäre natürlich das normale Format. Da das nicht geht, wegen Corona, haben wir uns entschlossen, es digital zu machen, hier in kleiner Runde zusammenzukommen und mit Ihnen heute Abend über das Buch und seine Thesen zu diskutieren. Wobei ich hinzufüge, das Buch ist der Anlass für die Diskussion, das Thema selbst, die deutsche Einheit oder eine fortwährende deutsche Spaltung, das ist das übergeordnete Thema, was natürlich weit über das hinausgeht, was wir in diesem Buch an Gedanken zusammengebracht haben. Die Diskussion heute Abend wird ein namhafter Journalist leiten, Jürgen Engert, langjähriger Chefredakteur Fernsehen des SFB und Gründungsdirektor des ARD Hauptstadtstudios in Berlin. Und ich werde gleich das Wort an ihn übergeben. Er wird denn die Podiumsteilnehmer kurz vorstellen. Ich darf an dieser Stelle noch ankündigen, dass Sie natürlich die Möglichkeit haben, im Laufe des Abends bis 19.30 Uhr Fragen zu stellen im Chat. Die werden aufgenommen und werden dann hier in die Diskussionsrunde übermittelt. Ich wünsche uns allen einen schönen und interessanten Abend, freue mich auf die Diskussion und gebe das Wort an Herrn Engert. Ja, vielen Dank. Ich wünschte mir, Sie würden von der Möglichkeit an der Diskussion, die wir hier hoffentlich sehr lebendig miteinander führen, aber da bin ich ziemlich sicher, dass Sie sich an dieser Diskussion beteiligen. Wie gesagt, jederzeit gibt es dafür Antworten. Wir haben heute ein Trio. Ja, ein Trio. Caroline Preißler aus Mecklenburg-Vorpommern, aber nicht gebürtig in Mecklenburg-Vorpommern, sondern Berlin. Ich bin Berlinerin. Berlinerin. Also eine zugezogene in Mecklenburg-Vorpommern. Für immer. Für immer. Rechtsanwältin von Haus aus und zugleich Vorsitzende der Arno-Esch-Stiftung. Ich muss gestehen, bevor ich Ihre Vita gesehen habe, ich kannte die Arno-Esch-Stiftung nicht, aber sie hat mit unserem Thema dennoch zu tun. Was ist denn die Arno-Esch-Stiftung? Die Arno-Esch-Stiftung widmet sich dem Thema des Namensgebers. Arno Esch war ein junger Rostocker Jurastudent, ein Liberaler. Er wurde nur 23 Jahre alt und hatte Themen, für die er brannte. Die Abschaffung der Todesstrafe, Parteienvielfalt. Er war ein junger DDR-Bürger. 1928 geboren, als 16-Jähriger aus dem Krieg gekommen, ganz fleißig Notabitur gemacht, hat angefangen zu studieren und setzte sich an der Universität und in seinem Freundeskreis um Arno Esch für Gedanken ein, die für uns selbstverständlich sind. Für ein gemeinsames Europa oder für Parteienvielfalt, für die Gleichberechtigung der Frau. Und das war in der DDR schon Grund genug, in ihm einen Feind zu erkennen. Und er mit seinen Freunden, Karl-Hermann Flach zählte dazu, war schnell Opfer staatlicher Hetze und Verfolgung. Und einige der Gruppe um Arno Esch schafften es, sich in Sicherheit zu bringen, eher nicht. 1949, kurz nach der DDR-Verfassung und dem Versprechen, dass kein DDR-Bürger einer staatlichen Macht ausgeliefert werden darf, wurde Arno Esch verhaftet.
ihm wurde der Prozess gemacht und er wurde einer feindlichen anderen Macht ausgeliefert und hingerichtet. Nächstes Jahr jährt sich sein Todestag zum 70. Mal. Gibt es einen Preis, Arno Esch-Preis? Es gibt einen, von den liberalen Akademikern gibt es einen Arno Esch-Preis. Es gibt sehr viel Engagement inzwischen um Arno Esch. Und wenn man mal liest, was ein 21-, 22-, 23-Jähriger zu Papier gebracht hat, kann man sagen, da ist ein ganz bedeutender, kluger, liberaler Kopf hingerichtet worden. Und sie hatten Recht, sich vor ihm zu fürchten. Es ist eine gute Gelegenheit, jemanden, der in die Vergessenheit abzusinken droht, durch eine solche Initiative herausgeholt zu werden und zu sagen, hier ist jemand gewesen, der in ganz früher Zeit etwas auf die Beine zu stellen versuchte und das hat er mit dem Leben bezahlt. Ich darf vielleicht kurz hinzufügen, die Arno-Esch-Stiftung gehört zum Verbund der liberalen Stiftungen unter der Leitung der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, ist eben die Landesstiftung, die liberale Landesstiftung für Mecklenburg-Vorpommern. Ja, noch in dieser Diskussionsrunde Richard Schröder, Theologe, ehemals Humboldt-Universität, heute emeritiert, aber immer noch kräftig am Schreiben. Und das beweist nicht zuletzt das Buch, das er mit Herrn Baquet zusammen auf die, ja, wie kann man sagen, auf die Leier gelegt hat. Und jetzt wird sie kräftig gedreht und heute Abend ist da als Gelegenheit dazu. Ich mache grundsätzlich keine Buchvorstellung, wenn ich nicht von einem Buch sehr überzeugt bin. Das sage ich nicht, weil ich heute Abend hier sitze, sondern ich bin es wirklich. Herr Baquet ist von Magdeburg hierher gekommen jetzt. Er ist Professor für internationale Wirtschaftsrecht und er war früher in Kiel, nicht? Ja, ich war im Institut für Weltwirtschaft. Für Weltwirtschaft in Kiel und er war auch Finanzminister in Sachsen-Anhalt. So ist es. Jetzt müssen Sie mir eine Zwischenfrage beantworten, Herr Baquet. Was ist Sachsen-Anhalt? Ist das ein Relikt von vorgestern? Ist das ein Relikt modern? Was ist das, was jetzt in Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen-Anhalt vorgeht? Die politischen Ereignisse, die wir im Moment durchleben, nun ja. Ist das Eigenheit, die Sachsen-Anhalt sagen? Nein. Also ich glaube, man sollte das nicht mystifizieren. Es gab über den Rundfunkbeitrag schon früher eine intensive Diskussion. Ja. Im letzten Jahrzehnt, in meiner aktiven politischen Zeit als Landesminister und Mitglied des Landtags in Sachsen-Anhalt, war es nicht Sachsen-Anhalt, das regelmäßig opponierte gegen die Anpassungen des Beitrags, sondern es war Sachsen. Ja. Und es ist eine langwährende Diskussion. Und Sachsen-Anhalt ist generell, glaube ich, keineswegs ein Bundesland, wo man sehr idiosynkratische Ideen verfolgt, also wie das vielleicht stärker in Bayern oder in Sachsen ist. Das Land hat ja genauso wie Nordrhein-Westfalen oder vielleicht auch Mecklenburg-Vorpommern, hat ja nicht so eine sehr starke Identität. Also insofern würde ich sagen, das ist ein ganz normaler Vorgang. Politisch will ich es an dieser Stelle nicht bewerten. Wir haben ja ein anderes Thema heute Abend. Aber nur es hat Einspruch euer Ehren. Ja. Es hat damit zu tun. Die Leute fragen sich im westlichen Teil dieses Landes, sind die verrückt geworden? Wegen 86 Cent. Darf ich was fragen? Darf ich auch was? Nein, sehr verständlich. Aber wenn die Zustimmung gar nicht mehr frei ist, sondern inzwischen so eine Erwartungshaltung aufgebaut wird, und zwar jetzt egal bei welchem Thema, haben wir dann überhaupt noch einen demokratischen Prozess? Also ist es nicht jedem Bundesland unbenommen, eine Stellung dazu zu beziehen? Hätte Sachsen-Anhalt hier nicht zustimmen müssen, würden wir diese Diskussion nicht führen. Und, also, eins muss man natürlich sagen, das hat auch der Staatsminister Robra in mehreren Interviews hervorgehoben. Sachsen-Anhalt hat ja seit Monaten
auch bis zu hin zu einer Protokollnotiz deutlich gemacht, dass es keine Mehrheit im Landtag für eine Rundfunkbeitragserhöhung gibt. Und diese Situation mit der AfD ist natürlich erst entstanden, als die Linkspartei eine Falle aufgebaut hat. Sie hat einfach ihre eigentliche Meinung, nämlich den Rundfunkbeitrag nicht zu erhöhen, gezielt revidiert, damit die CDU allein mit der AfD in der Entscheidungssituation ist und sich nicht auf eine gleichzeitig eine Ablehnung durch die Linkspartei rufen kann. Es wäre ja möglich, das jetzt auf der fiskalischen Ebene allein zu diskutieren. Nur dort gehört es alleine nicht hin. Denn was ist passiert? Sie kriegen in Sachsen-Anhalt, habe ich kürzlich erlebt, in Magdeburg, ein anderes Argument. Es geht nicht ums Geld, geht nicht um Protokollnotizen, sondern es geht darum, dass Sie sagen, wir Sachsen-Anhalter sind benachteiligt durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil er nur über Skinheads, Fremdenfeindlichkeit aller Art berichtet, aber nicht das Positive, was in Sachsen-Anhalt stattfindet. Das ist nicht so einfach zu überprüfen, denn man müsste natürlich unterscheiden zwischen dem Mitteldeutschen Rundfunk, was der an Lokalnachrichten bringt, und der Gesamtszenerie der Öffentlich-Rechtlichen. In der Gesamtszenerie der Öffentlich-Rechtlichen, also ARD, ZDF und auch westliche dritte Programme, da gibt es auch nach meinem Eindruck oft eine ostunfreundliche Tonart. Ich habe in unserem Buch darauf hingewiesen, dass in Kandel ein Ausländer eine Einheimische erstochen hat. Und daraufhin gab es Demonstrationen von, das ist Rheinland-Pfalz, ne? Demonstrationen von Einheimischen und dann auch von Rechtsextremen, die angereist kamen. Wenig später vollzog sich dasselbe in Chemnitz. Ein Einheimischer wurde von einem Migranten erstochen und es gab Demonstrationen von betroffenen Bürgern, von AfD und von Rechtsextremen. Im Blick auf Kandel hat niemand gesagt, das ist doch typisch Rheinland-Pfalz. Man kommt überhaupt nicht auf die Idee, den Zusammenhang für irgendwas typisch zu halten. Aber in Chemnitz war es typisch für Sachsen. Warum? Und das, weil schon vorher die Erwartung da war, dass der Rechtsextremismus in Sachsen blühe und nicht genügend bekämpft werde. Wobei die Zahlen so aussehen, dass, wenn ich mal an die Zeit, wo die Skinheads das Hauptphänomen waren, da gab es dreimal so viele Skinheads bezogen auf die Bevölkerung im Osten als im Westen. Das stimmt schon. Aber dreimal so viel ist natürlich nicht die Mehrheit der Jugendlichen oder was. Und ja, also ich habe den Verdacht, wir haben zwei Erbschaften der Nazizeit an dieser Stelle. Das eine sind die Unverbesserlichen, die die ideologischen Versatzstücke tatsächlich wieder vor sich hertragen. Das sind die Neonazis. Das andere sind diejenigen Westdeutschen, die sagen, wir haben ja die Vergangenheit bearbeitet. Wir haben die Gespenster ausgetrieben. Aber im Osten, da sind sie noch. Das ist eine nicht ganz feine Art, mit diesem Problem umzugehen. Natürlich ist nicht die Mehrheit der Ostdeutschen etwa ausländerfeindlich, auch wenn die Ergebnisse der AfD höher sind, doppelt so hoch wie in Bayern. Und da gibt es dann folgendes Phänomen. 10% in Bayern ist normal, 20% im Osten für die AfD ist die Katastrophe. Das heißt, die Verhältnisse in Mehrheitsdeutschland werden auf diese Weise schöner gebügelt und das Auffällige, immer wieder die Tendenz auf den Osten zu beschränken. Es gibt quantitative Unterschiede, ich wiederhole das nochmal, aber die Aussagen, der Osten ist ausländerfeindlich, der Osten ist rechtsextrem, das ist alles von der Art, eine Minderheit fürs Ganze zu nehmen. Und
Aber okay. Ich darf vielleicht ganz kurz Erlebnisse aus den 90er Jahren, aus den späten 90er Jahren, als ich nach Magdeburg zog, einschieben über die Berichterstattung. Damals gab es in Magdeburg eine Skinhead-Szene, gibt es übrigens praktisch nicht mehr. Und es gab damals Berichterstattungen. Ich lebe mitten in Magdeburg. Ja. Also ich weiß wirklich, ich kenne das Leben, gehe jeden Abend mit unserem Hund durch die Straßen. Und die Stadt hatte damals schon eine beachtliche Lebensqualität. Aber die Berichterstattung, die es im Spiegel gab, im Fernsehen, und da empfand ich, als würde ich in einer Stadt wie Beirut oder Belfast leben, mit einer extrem hohen Spannung und geradezu kurz vor bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Es hat sich gelegt, inzwischen wird auch positiver berichtet oder sachlicher berichtet, aber so eine gewisse hochnäsige westdeutsche Arroganz, wenn man von der Brandstwiete in Hamburg oder von irgendwelchen anderen Zentralen, von Redaktionen auf den Osten schaut, die ist schon da. Und die erhöht natürlich nicht die Bereitschaft, einen Rundfunkbeitrag zu erhöhen, insbesondere dann, wenn man relativ wenig Sparbemühungen hat. Gehen wir mal von dem Beitrag, Rundfunkbeitrag weg. Der Titel Ihres Buches heißt Gespaltene Nation, Fragezeichen, Einspruch. Ausrufezeichen. Das, was Sie jetzt gesagt haben, ist eigentlich eine Bestätigung, dass die Spaltung existiert. Also ich halte das, was wir haben im Moment, für normal. Ich glaube, mit dem schicksalhaften historischen Hintergrund, den wir in Westdeutschland und in Ostdeutschland haben, mit der unterschiedlichen Sozialisation, die wir ja alle irgendwie mit uns rumschleppen, gibt es natürlich gewisse Unterschiede in der Sichtweise. Das finde ich auch überhaupt nicht besonders dramatisch. Nein. Und man muss ganz, manchmal übrigens auch mit einem Schuss Humor, würde ich mir wünschen, über diese Dinge reden. Und mit ein bisschen Selbstironie, die uns Deutschen nicht immer leicht fällt. Weder richtig. In West noch in Ost. Und dann ist das alles erträglich. Und deswegen bleibe ich bei dem Titel. Wir haben keine gespaltene Nation. Wir haben Interpretationsprobleme, aber keine tief gespaltene Nation, die in irgendeiner Form droht, auseinanderzubrechen. Ich glaube, das ist der zentrale Punkt in unserem Buch. Also, wenn ich dazu auch noch was sagen darf, es gibt seit vielleicht so einem Jahr oder ein bisschen länger eine verstärkte Diskussion oder immer mehr Leute haben sich zu Wort gemeldet mit der Behauptung, die Schwierigkeiten, die wir im Osten haben, wirtschaftlicher und sonstiger Art, Ausländerfeindlichkeit, die werden jetzt nicht mehr der Vorgeschichte der DDR zugeschrieben, sondern sie sollen in der Nachwendezeit durch eine falsche Einigungspolitik entstanden sein. Es gibt ein großes Interesse in unserer westlichen Welt, Opfer zu sein. Der Opferstatus begründet Anspruch auf Prämien. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum das von manchen so stark traktiert wird. Es ist bloß folgendes Problem. Wenn man die Leute fragt, hat sich ihre Situation durch die deutsche Einheit verbessert oder verschlechtert? Dann sagen 70% der Ostdeutschen verbessert und im Westen sagt es zwar auch eine Mehrheit, aber eine kleinere Mehrheit. Wenn man die nach diesem Glücksindex, den die Deutsche Post in einer Befragung stellt, fragt, sind sie mit ihrem Leben zufrieden, dann ist die Differenz zwischen den verschiedenen ostdeutschen und westdeutschen Ländern, die Differenz innerhalb des Westens und des Ostens, ist ungefähr so groß wie die zwischen Ost und West. Es gibt keinen typischen Unterschied. Wir haben also das Problem, angeblich sollen die Ostdeutschen von den Westdeutschen betrogen und beraubt worden sein. Aber wenn es um die Zufriedenheit geht, sind sie ganz zufrieden. Das Potenzial, um das sich unsere Medien da so besonders kümmern, reicht doch nicht einmal aus zum Demonstrieren. Es wird aus manchen Gründen demonstriert. Aber ich habe noch nie davon gehört, dass im Osten eine Demonstration sich gegen die Quälerei durch den Westen
formiert hätte. Beschreien Sie es nicht. Es gibt noch ein paar freie Montage. Frau Preißler, um Gottes Willen. Wann ist Ihnen denn der Begriff Treuhandanstalt zu einem festen Begriff geworden? Wann ist das passiert? Sie waren in Berlin, nicht weit weg. Bürgerrechtler waren kräftig am Wirken. Die Treuhandanstalt, also Nachlassverwalter, war noch der runde Tisch, wenn ich mich recht entsinne. Und dann wurde die Treuhandanstalt gegründet. Wann ist Ihnen dieser Begriff manifest geworden und was haben Sie mit ihm damals verbunden? Auch jemand, der in Ost-Berlin gelebt hat, gesagt hat, um Gottes Willen, jetzt geht nun das Verschleudern unseres Volksvermögens zugange. Das Verschleudern des Volksvermögens habe ich so nicht erlebt. Aber das ist, glaube ich, also Sie sprechen ja eher, sagen wir mal, so Deindustrialisierung an Sachen, die wir gleich in dem Buch an, besprechen werden. Aber tatsächlich war es natürlich, ist Berlin eine andere Situation als Mecklenburg-Vorpommern, wo ich jetzt lebe. Ich lebte aber eben 1989, 90, 91 eben in Berlin und fing 1991 an, in Westberlin zu arbeiten. Und das war schon sehr juristisch, was ich dort tat. Deshalb habe ich natürlich sehr viel mit um und die Treuhandanstalt und auch um vereinigungsbedingte Verträge erlebt, gesehen, einfach aus juristischer Sicht. Sie sprechen die Bürgerrechtsbewegung an, die DDR-Bürgerrechtsbewegung. Und da muss ich ja sagen, da war ich ja nur ein Mitläufer. Dafür war ich zu jung. Ich bin 1971 geboren und war tatsächlich damit beschäftigt, wie alle anderen, Unterlagen zu sichern, zu überleben, selber klarzukommen mit der Verfolgung der Stasi. Seit ich 13 Jahre alt war, hat die Stasi meine Post gelesen und meine Familie stand im Fokus der Staatssicherheit. Und ich war mit Überleben beschäftigt und ich würde auch sagen, mit der friedlichen Revolution und in weitsichtigere Bahnen wurden meine Augen erst gelenkt nach der friedlichen Revolution. Bis zu diesem Zeitpunkt haben wir alle nur gehofft, dass es friedlich ausgeht. Am 9. November auf der Bornholmer Brücke haben wir alle nur gehofft, dass morgen nicht wieder alles zu ist und übermorgen und übermorgen. Und die nächsten Wochen und Monate waren ja geprägt davon, zu überlegen, wie kommt diese Wiedervereinigung jetzt zustande? Wenn man sich dieses Buch durchliest, sieht man ja, dieser enorme Zeitdruck, unter dem jetzt gehandelt werden musste, die Brille hatten, glaube ich, die Menschen auf, die aus der alten Bundesrepublik jetzt die Aufgaben schon betrachteten. Denn wir in der DDR, wir waren tatsächlich noch mit Überleben beschäftigt. Und bundesdeutsch gearbeitet, gefühlt, gedacht und langfristiger habe ich selber eben dann erst ab 1991, wo ich dann auch juristischer wurde. Was ist die Treuhandanstalt als Begriff heute für Sie? Ein sehr gutes Beispiel für ein Kommunikationsproblem. Denn bei all dem Guten, worüber wir gleich sprechen werden, bei all der Statistik und bei allem, geht es ja heute nicht nur darum, zu reflektieren, dass also es diese Deutschstoßlegende wohl nicht gegeben hat oder nein, kein Deutschstoß gegeben hat und deshalb wir im Bereich eines Mythos sind. Aber wir eben versäumt haben und wir versäumen es, finde ich, seit Jahrzehnten anzuerkennen, dass Kommunikation eben nicht nur auf dieser Faktenbasis funktioniert, sondern immer auch eine Beziehungsebene hat. Und Herr Professor Schröder hat vorhin so schön gesagt, es gibt so diesen Drall, Opfer sein zu wollen. Da habe ich mir sofort aufgeschrieben, Jammer-Ossi. Also für 50% hier in diesem Saal ist der Begriff, glaube ich, ein ziemlich alltäglicher. Denn wenn einer was sagt, wenn einer was kritisiert, ist er schnell der undankbare Jammer-Ossi. Kriegt er einen Stempel aufgedrückt? Naja, ich muss sagen, Dankbarkeit habe ich erst sehr viel später entwickelt. Und das, obwohl ich eben nach der Wende eine Ausbildung finanziert bekommen habe und ein Studium finanziert bekommen habe und sogar noch extra für Ossis hier in Potsdam studieren durfte,
mit einem extra Programm für Leute wie mich. Und ich habe erstmal wie alle genommen und dass das alles Geld gekostet hat, ihr Geld, und dass sie das mir ermöglicht haben, diese Einsicht kam eben erst sehr viel später. Trotzdem glaube ich, dass wir diese Stempel immer und Schubladen immer noch viel zu häufig verwenden. Ich finde das bedauerlich. Und bei Treuhandanstalt gibt es bei all dem Guten und bei der Bilanz, die wir heute in diesem Buch eben vorgelegt bekommen, eben immer auch noch das Thema, wir lesen, es gab eine Deindustrialisierung im Osten und da leben die Menschen, die haben das nämlich erlebt. Und denen ist nicht geholfen, indem man sagt, hier steht das schwarz auf weiß, es war alles gut, denn die fühlen sich nämlich überhaupt nicht gut. Und das finde ich, ist schon für viele Ossis ein Kommunikationsding. Ja, aber okay. Vielleicht nur zu der Frage, alles gut. Es ist natürlich bei einem solchen Prozess der Privatisierung, Sanierung einer ganzen Volkswirtschaft überhaupt nicht alles gut. Also es war ein extrem schwieriger Prozess, der natürlich kommunikativ unglaublich schwierig auch zu behandeln ist. Ich meine, es gibt heute auch Verantwortliche, auch die damals mit für die Treuhand verantwortlich waren, politisch, die sagen, ja, im Nachhinein hätten wir das alles viel besser erklären und kommunizieren müssen. Nur, ich sage es mal ganz drastisch, wenn eine Firma saniert wird, 2/3 der Arbeitsplätze gehen verloren, 1/3 bleiben. Und Sie sprechen mit den Menschen, die ihre Arbeitsplätze verlieren. Also ich bin etwas fatalistisch in dieser Hinsicht. Da können Sie kommunizieren, wie Sie wollen. Sie werden diese Menschen nicht zu einer Einsicht bringen, dass sie sagen, ja, das ist richtig, dass ich jetzt nach Hause gehen muss, während der Kollege oder die Kollegin vielleicht bleiben kann. Es gibt da einfach tragische Ungerechtigkeiten in solchen Situationen. Und es kann eigentlich nicht die Aufgabe sein, die irgendwo zu verhindern. Das wird gar nicht gehen in dieser Situation, sondern die eigentliche Aufgabe ist, im Nachhinein auch irgendwie ein Bewusstsein zu schaffen, dass wir Teil eines gemeinsamen Schicksals waren, dem man nicht entrinnen konnte, und dass wir vielleicht im Gesamtbild, dann sagen ja auch viele Ausländer, die auf unsere Erfahrungen so schauen, es so schlecht gar nicht gemacht haben. Es ist dann wahrscheinlich ein Gegenstand auch der Literatur. Also nicht der wissenschaftlichen Literatur, sondern der Belletristik beispielsweise. Das Draufschauen und das Empfinden mitzuteilen, was damals einzelnen Personen passiert ist. Ich nehme immer die Einzelschicksale und nicht sozusagen ganze Gruppierung. Da hat es große Unterschiede gegeben. Aber das ist dann ein Thema der Literatur. Ja, da fehlt es. Da, nicht, also, nein. Müsste man noch mal durchforsten, was es auf diesem Sektor schon an Literatur gibt und wie sie rezipiert wird. Das ist der Punkt. Herr Schröder, warum ist die Treuhand damals, Sie waren ja schon als ehemaliger Fraktionsvorsitzender der SPD in der ersten und letzten frei gewählten Volkskammer beteiligt, warum ist die Sozialdemokratie oder die anderen Parteien nicht darauf gekommen zu sagen, wir machen das, was wir in der Sowjetunion vorgemacht bekommen haben, Anteilscheine ausgeben an die Bevölkerung für die Industrie? Also erstmal hat man sehen können, was in Russland, in der Sowjetunion aus den Anteilscheinen geworden ist, nämlich die Klasse der Oligarchen. Sehr viele Leute haben ihre Anteilscheine verjubelt, es hieß sogar für eine Flasche Wodka manche, weil sie gar nicht erkennen konnten, welche Art Anteilscheine was bringen und welche nicht. Und da hat es kluge Wusste Leute... Wusste man das?
Ja, man, da hat es Leute gegeben von der Akademie der Wissenschaften, die mit Wirtschaft bis dahin gar nichts zu tun hatten. Die haben sich dort reingehängt, weil die sich gesagt haben, was sind denn die Industrieprodukte Russlands wert? Den Schigoli, den kauft doch niemand. Aber Nickel, Erdöl, die haben gewusst, die Anteilscheine für Rohstoffe, die bringen Gold und die Industrieanteilscheine kannst du vergessen. Und da sind die eingestiegen und Milliardäre geworden. Dass wir das in der DDR nicht erlebt haben, ich weiß nicht, ob es jemand gibt, der das bedauert. Aber die Anteilscheinkonzeption, die am runden Tisch vorgetragen worden ist, aber interessanterweise schon in Motros Treuhandkonzeption nicht mehr vorkam, die Anteilkonzeption hatte zwei Probleme. Die DDR-Wirtschaft litt erstens unter Kapitalmangel und zweitens unter Produkten, die man auch im Weltmarkt loswerden konnte. Und wenn Sie jetzt Anteilscheine haben, sollen die Bürger der DDR den Betrieben das Kapital geben? Wo sollen sie das hernehmen? Diese beiden Defizite, Kapital und ordentliche Produkte, die konnte, das war damals eigentlich auch den meisten Leuten klar, man hat nach westdeutsche Investoren gerufen. Zwickau, die Arbeiter von Trabant haben gehofft und gewünscht, und es kam ja auch, dass VW nebenan eine Autofabrik baut und dass sie auch gleich die Baupläne mitbringen. Die haben gar nicht die Erwartung gehabt, dass sie den Trabant schick machen können. Die haben das für eine Sackgasse gehalten und waren dann auch ganz stolz und sind übrigens nebenbei bemerkt, da heißt es, die Treuhand hat das Trabantwerk kaputt gemacht. In Wirklichkeit haben die Leute keinen Trabant mehr kaufen wollen und dann war es kaputt. Und die Leute, die Belegschaft ist ja gerade fast vollständig bei VW nebenan wieder untergekommen, beim Wartburgwerk auch. Es gibt natürlich andere Beispiele, Schwarze Pumpe, kein Auffangbetrieb daneben. Deswegen haben die dort auch eine besonders hohe und lange Arbeitslosigkeit gehabt. Das hing damit zusammen, dass die Braunkohle nicht mehr Chemiegrundlage war, sondern das billigere Erdöl, das aber bis dahin die Sowjetunion nur knapp geliefert hat. Also solche Zusammenhänge sind für den kleinen Mann zu kompliziert. Ja. Aber Betriebsratsmitglieder oder Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat, die haben oft die Dinge mit nachvollzogen. Wir haben selber mal erzählt bekommen von einem, dass als die Schließung von Pentagon anstand, weil die 500.000 täglich Defizit gemacht haben, das war im Ende 1990, hat der Vertreter der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat, wenn ich mich richtig erinnere, zugestimmt und sagt, ich sehe ein, dass das hier nichts mehr werden kann. Und die Leute von der Treuhand, auch Frau Breuel selber, hat mir oft erzählt, dass sie in einen Betrieb gekommen sind und dann waren die Vertreter der Arbeitnehmerschaft, die im Aufsichtsrat oder Betriebsrat waren, die waren schon informiert, wie es steht. Und dann haben die manchmal gesagt, wenn Sie uns eine Garantie für den Fortbestand des Betriebes geben, dann übernehmen wir die Reduktion der Belegschaft auf das wirtschaftlich vertretbare Maß. Also da hat es auch oft erstaunlich viel Verständnis dafür gegeben, dass sie zu viel beschäftigt haben. Das ist auch der Grund, warum die Entlassungen im ersten Hälfte 1990, wo die neue Treuhand nach Volkskammergesetz noch gar nicht wirksam war, haben die Betriebe von sich aus schon insgesamt 500.000 entlassen, weil die alle wussten, dass sie mehr Leute haben, als sie brauchen. Herr Baké, warum ist die Treuhand ein Reizwort bis zum heutigen Tage? Herr Schröder hat gerade Tiefenbohrungen vorgenommen. Treuhand sagen und einen Sturm der Entrüstung oftmals ernten, ist eines. Sie leben in Magdeburg, Sie leben in Mecklenburg-Vorpommern. Warum ist das so? Also es gibt ja Untersuchungen inzwischen dazu von einer Gruppe von Bochumer Wissenschaftlern. Und dort wurde in der Studie die Treuhand als die Bad Bank der deutschen Einheit bezeichnet. Das ist ein sehr treffender, wenn auch ein bisschen boshafter Begriff. Er ist treffend, weil er
zeigt, wie auch die Politik damals dachte. Die Politik vollzog die deutsche Einheit, wollte aber die deutsche Einheit möglichst die Politik der deutschen Einheit möglichst unbeschmutzt lassen von dem, wie jeder wusste, ungeheuer schwierigen Umstrukturierungsprozess, den die Treuhand zu machen hat. Also schob man gewissermaßen das Negative der Treuhand zu und hat sie auch nie verteidigt. Und es gab, da kann ich noch ergänzen zu dem, was Herr Schröder sagte über die Betriebsräte, es gab ja auch in den Aufsichtsräten, in den zuständigen Gremien Politiker, Ministerpräsidenten, die dem Prozess der Umstrukturierung im Einzelfalle zustimmten, sich umdrehten und anschließend Pressekonferenzen gaben, bei denen sie sagten, also die Treuhandanstalt, die sich distanzierten von der Treuhandanstalt. Und das hat gewirkt. Wir haben heute eine relativ große Zufriedenheit, Herr Schröder hat es angesprochen, können wir alles statistisch feststellen, mit der deutschen Einheit an sich und mit dem Leben im vereinten Deutschland. Aber wir haben einen miserablen Ruf der Treuhandanstalt. Und zwar, das ist das Interessante, nicht nur im Osten, sondern auch im Westen. Und auch bei Jüngeren, die es gar nicht erlebt haben. Bei Jüngeren, wobei die allerdings deutlich weniger mit dem Begriff Treuhandanstalt anfangen können. Der Anteil derjenigen, die den Begriff noch nie gehört haben, der Begriff ist sozusagen, er verflieht langsam. Ja, ja. Man könnte zynisch sagen, die Kalkulation der damaligen Politiker ist aufgegangen. Die Bad Bank fängt diese, sozusagen diesen Zorn auf und der Zorn richtet sich nicht gegen die handelnde Politik. Das ist nicht schön, so eine Diagnose, aber sie ist vielleicht, so ist eben auch manchmal Politik, dass sie ein Stück Heuchelei mit enthält und da sind wir alle nicht ganz frei von. Frau Brasse, Mecklenburg-Vorpommern. Ist der Begriff Treuhand eher ein psychologisches Problem oder ist es tatsächlich ein empfundenes, hinterlegtes, erfahrenes Problem? Oder ist es so, also so schlimm war es nur auch nicht. Ne? Das haben wir ja schon mal in Deutschland gehört. Gut, ja, es gab da mal so Ausreißer, aber unterm Strich sind wir eigentlich nur Kraft durch Freude und solche Dinge. Das haben wir doch ganz gut hingekriegt. Ist das vergleichbar? Nein. Wir haben zwar in Mecklenburg-Vorpommern zwei sehr unterschiedliche Diktaturen erlebt und sind vielleicht mehr gekniffen als eben unsere westdeutschen Geschwisterbundesländer. Aber zum einen kann man wirklich differenzieren, in welcher Diktatur man was erlebt hat und weiß also auch, dass diese friedliche Revolution extrem notwendig war und gewollt und gewünscht. Trotzdem glaube ich ganz fest, dass es kein nur psychologisches Problem ist. Ich glaube, wir haben ein ernstzunehmendes Kommunikationsproblem zwischen Bürger und Politik. Und ich weiß gar nicht, ob ich das nur in Mecklenburg-Vorpommern erkenne. Im Augenblick bin ich sehr viel unterwegs in sehr vielen ostdeutschen Bundesländern und suche Gespräche mit Demonstrantinnen und Demonstranten auf Querdenker-Demonstrationen. Und treffe natürlich sehr viele ostdeutsche Menschen, denn sie behaupten ja im Augenblick gerade in einer Corona-Diktatur zu sein. Und dann spreche ich sie natürlich darauf an und sage, lieber Freund, Diktatur, kommen Sie denn aus der DDR? Und dann ist das Gespräch schon da. Und es gibt eben tatsächlich viele Menschen, die diesen Umgang der Treuhandanstalt unangenehm empfunden haben. Und zwar jetzt mal losgelöst nur von der Vernichtung der Arbeitsplätze, nur von der Deindustrialisierung, sondern eben auch im Umgang mit Fehlern. Dass also zum Beispiel es Investitionsverpflichtungen gab, Arbeitsplatzgarantien gab und Verträge, die 20, 30 Jahre halten sollten. Und 2 Jahre später gab es das Werk nicht mehr, gab es die Arbeitsplätze nicht mehr, aber ein
westdeutscher Investor, ich glaube nur 5%, wir wollen nicht mit Zahlen spielen, aber ein westdeutscher Investor hatte ein sensationelles Grundstück an der Ostsee. Diese Empfindung ist da und derjenige hat dort gelebt, der hat also vor der Wende gelebt, der hat nach der friedlichen Revolution dort gelebt, der hat es kommen und gehen sehen, mit Fischfabrik, alles kommen und gehen sehen. Und bis heute ist keiner gekommen, hat gesagt, hier sind die Zahlen und außerdem entschuldige bitte, wir kommen nicht hinterher, die Verpflichtungen aus den Treuhandverträgen auch wirklich gerichtlich durchzusetzen. Denn tatsächlich, müssen wir mal sagen, sind die notariellen Verträge oft nicht erfüllt worden und oft vor Gerichten gelandet. Das heißt, also diese Empfindung ist ja auch gebunden an ein Erleben. Und da ist keiner gekommen und hat gesagt, mein lieber Freund, ich nehme deine Gefühle ernst, sondern es wird gesagt, sei dankbar, jammer Ossi. Und das ist, glaube ich, schon ganz schön hofffertig. Herr Schröder, Frau Preisel hat gerade gesagt, es gibt ein Kommunikationsproblem. Sie meint natürlich zwischen Bürgerschaft und Politik. Ja. Ist das ein Krisenphänomen jetzt, was wir erleben, dass die demokratische Verfasstheit plötzlich ins Schwanken kommt? Denn es ist ja nicht nur ein deutsches Problem, es ist ja auch ein europäisches Problem. In anderen Ländern haben wir dieses Problem vergleichbar. Der Bürger, Treuhand, Pegida etc. fühlt sich nicht mehr von der Politik repräsentiert. Ist das so? Das spielt eine beachtliche Rolle. Allerdings artikuliert sich diese Kritik nicht, sie artikuliert sich nicht antidemokratisch. Sie artikuliert sich nicht so, dass die Leute sagen, ich bin eigentlich gegen die Demokratie und für die Diktatur oder so etwas. Sondern es geht anders. Sie sagen, wir haben ja noch gar keine richtige Demokratie. Das sagen sowohl die Linken als auch die AfD und meinen damit, die richtige Demokratie wäre die direkte Demokratie wie in der Schweiz. Das heißt, was hier in meinen Augen ein großer Missstand ist, ist die Kritik an der gegenwärtigen Form der Demokratie verwechselt direkte und repräsentative Demokratie und zeigt wenig Verständnis für die Vorzüge der repräsentativen Demokratie. Ich meine, bei Kant zählt die Demokratie zu den tyrannischen Staatsformen, weil er nämlich vor Augen hat, was die Mehrheit will, geschieht. Und das Wort Demokratie hatte deshalb immer den Beigeschmack des Tyrannischen und Willkürlichen, bis in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, sagte man, die gemischte Demokratie, die Demokratie eingeschränkt durch Rechtsstaat, Gewaltenteilung und Grundrechte, da hat das Wort Demokratie erst seinen Adel bekommen und als repräsentative Demokratie. Also das Hauptkommunikationsproblem, das ist natürlich auch eine Anfrage an die politische Bildung, das ich sehe, ist, dass diejenigen, die die repräsentative Demokratie ablehnen, sich nicht klar darüber sind, dass sie auf dem Weg sind, unter dem Ruf mehr Demokratie eine Verschlimmbesserung zu fordern. Herr Baquet, ja, ich mit ihm einen Sinnes. Die Autoren sind unter einem Dach. Ja, also die Autoren sind komplett unter einem Dach. Also unser Buch, wir haben unser Buch eine Streitschrift genannt, aber ja, wir sind nicht diejenigen, die miteinander streiten, sondern wir streiten mit anderen. Ich bin ganz der Meinung von Richard Schröder. Vielleicht noch ein Aspekt kommt hinzu. Es ist natürlich immer leicht, ein Nirvana der Willensbildung sich vorzustellen und zu sagen, da ist die wahre Demokratie, was wir da haben, da wird meine Meinung und meine Position wird da untergebuttert, kommt nicht vor, und aber nicht wirklich beschreiben können,
wie denn die Alternative aussehe. Übrigens auch in der direkten Demokratie kann man unterliegen. Es gibt eben auch große Minderheiten in der Schweiz, die bei entsprechenden Volksbefragungen unterliegen. Es ist mehr der Umgang mit dem Meinungsbildungsprozess und den Entscheidungen, dass es so einer gewissen demokratischen Kultur und vielleicht auch einer gewissen Gelassenheit bedarf, dass man nicht bei jeder Entscheidung zum Zuge kommt. Herr Schröder, Sie haben mal gesagt, manche Leute denken nach dem Kriterium, mein Wille geschehe. Und das ist eben nicht die Demokratie, das ist etwas ganz anderes. Damit die Zuschauer und Zuhörer auch den Eindruck bekommt, dass das zum Teil ein lustiges Buch ist. Dafür hat Richard Schröder nämlich gesorgt, indem er illustrative Witze aus der DDR-Zeit in einen Kontext gesetzt hat. Und wer also einen Nachholbedarf hat an solchen Witzen, der kann sich auch in diesem Buch sehr gut bedienen. Herr Schröder, welcher fällt Ihnen ein? Also das ist schon ein komplizierter Witz, die 7 Weltwunder der DDR. Obwohl niemand arbeitslos ist, hat die Hälfte nichts zu tun. Zweitens, obwohl die Hälfte nichts zu tun hat, fehlen Arbeitsplätze. Drittens, obwohl Arbeitsplätze fehlen, gibt es in den... nehme ich mal einen anderen, was passiert? Das ist diese Auswahl. Der ist zu kompliziert. Dann nehme ich mal an, was passiert, wenn der Sozialismus in der Sahara eingeführt wird. Antwort, 5 Jahre nichts, dann wird der Sand knapp. Aber gibt es Zuschauerfragen eigentlich? Wir haben gerade den Hinweis. Bitte. Also es gibt tatsächlich sehr viele Zuschauerfragen. Ich würde mir eine rausgreifen. Und zwar haben Sie sehr oft und ausgiebig über die Wirtschaft diskutiert. Aber was ist, wenn wir auf das Soziale schauen? Inwiefern haben die 40 Jahre SED-Diktatur damit zu tun, dass die politischen Ränder in den neuen Bundesländern so stark vertreten sind, heute leider so stark vertreten sind? Dann müssen drei Antworten mit Ortskenntnissen. Also das Phänomen, dass die ehemaligen DDR-Bürger sehr oft sich als Wechselwähler betätigen, ist in allen ehemals sozialistischen Ländern anzutreffen. Es gibt als Folge der SED-Zeit keine klassischen Milieus, die eine bestimmte politische Option sogar womöglich über Generationen pflegen. Das gibt es da nicht. Übrigens geht das auch im Westen ganz stark zurück. Wollte ich gar nicht sagen. Das muss man auch sehen. Aber unsere Familie wählt SPD. Sowas Ähnliches gibt es eben im Osten gar nichts. Das ist also einer der Punkte, warum so oft Wähler wechseln. Dann kommt zweitens dazu, dass die deutsche Einheit überhaupt das Ende des Kommunismus, man muss immer auch gucken auf die anderen ehemals sozialistischen Länder, haben Übererwartungen erzeugt. Helmut Kohl hat das sogar noch befördert mit blühende Landschaften in 5 Jahren oder irgend so eine Aussage gab es da. Das heißt also, Übererwartung führt zu Enttäuschungen, die absehbar waren. Und dann geht die neue Erwartung an die Neuen, die nicht in der Regierung sind. Und das ist nach meiner Vermutung das Hauptproblem für die Stärke der Ränder. Wobei dann auch noch eine Rolle spielen kann, so erkläre ich mir einen Teil der Anziehungskraft namentlich des Rechtsextremismus namentlich für junge Leute. Was in der DDR verboten war, das ist jetzt erlaubt. Also dieser Umkehrschluss ist vor allen Dingen in den ersten 90er Jahren für viele Jugendliche, glaube ich, das Tor zur Verführung durch Rechtsextremismus geworden.
Ich habe dazu noch zu ergänzen, dieses mit den klassischen Milieus hat mich eigentlich ziemlich angesprochen, denn ich glaube, es dafür spricht einiges, denn in der DDR gab es eben zum Beispiel keine politische Vielfalt. Sie war gerade nicht gewünscht und es gab auch keine bürgerliche Mitte, denn sie war voller Kraft ausradiert worden. Es ging darum, Proletarier zu sein. Und wer auch nur den Ansatz von Bildungsbürgertum oder Besitzstand hatte, wurde gnadenlos verfolgt, verhetzt und klein gehalten. Was war Ihr Vater? Bitte, was war? Was war Ihr Vater? Mein Vater war Ingenieur. Und meine Mutter war kirchliche Mitarbeiterin und mein Großvater zum Beispiel war Akademiker, weshalb eben es sehr schwierig war, dass mein Vater überhaupt studieren durfte. Denn Akademikerkinder durften in der DDR eben nicht studieren. Und mein Vater ist 38 geboren worden. Und dieses Ausradieren der bürgerlichen Mitte hat eben sehr lange gewirkt. Dieses Blockparteiensystem hat sehr lange gewirkt. Und unsere Demokratie in den ostdeutschen Ländern ist gerade erst 30 Jahre alt. Herr Böcki. Also ich kann das nur unterstreichen. Milieus fehlen. Und wenn der Sozialismus, der DDR-Sozialismus in einer Sache ganze Arbeit geleistet hat, wenn ich das zynisch formuliere, dann ist es in der Zerstörung des Bürgertums. Und zwar mit Bürgertum meine ich jetzt nicht das reine Bildungsbürgertum, sondern das Bewusstsein der eigenen staatsbürgerlichen Verantwortung. Einspruch, das liegt aber schon früher. Das ist eine lange Geschichte. Aber ich glaube, ich bin ja viel auch international unterwegs, im liberalen Milieu. Und das Problem haben wir genau so in den mittel- und osteuropäischen Ländern. Ja. Und wenn wir uns heute zum Beispiel, ja viel schlimmer als die 20% AfD, die wir in Landtagswahlen in Ostdeutschland haben, sehen wir in Polen einen starken Nationalismus und einen Abbau des Rechtsstaates. Und offenbar gibt es einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung, der das nicht als Problem ansieht. Und Ähnliches sehen wir in Ungarn. Offenbar sind hier staatsbürgerliche Formen verloren gegangen und Vorstellungen nicht nur einer Demokratie, sondern auch eines rechtsstaatlichen Prozedere und einer Verantwortung in einer sozialen Marktwirtschaft, würden wir Deutsche sagen. All das ist geschwächt worden. Und die einzige Kunst ist, das wieder Schritt für Schritt wieder aufzubauen. Und das ist ja schon in den letzten 30 Jahren in beträchtlichem Maße geschehen. Aber es muss noch weitergehen. Ulf Borchardt hat dafür einen sehr guten Begriff gefunden, diese Mündigkeit. Dieses Selbstverantwortung tragen wollen und erkennen, dass es niemand anders tun sollte. Und er erkennt diesen Prozess in den Menschen, diese Lust, diese Verantwortung abzugeben. Ja. Dazu würde vielleicht auch passend eine gewisse Lust, Verantwortung abzugeben. Könnte es sein, dass manche ehemaligen DDR-Bürger das vielleicht auch mit der Treuhand tun, dass sie ihre eigene Verantwortung so etwas abgeben und sagen, die Treuhand hat alles kaputt gemacht? Also eigene Verantwortung würde ich da sozusagen im persönlichen Sinne wirklich nicht sagen. Also der Facharbeiter, der in Dresden, Leipzig oder Magdeburg an der Maschine stand und das Material kam nicht und die Produktivität war niedrig und es gab keine neuen Produkte, die innovativ waren, das war nicht seine Schuld. Und dass er dann anschließend tatsächlich vielleicht entlassen werden musste im Rahmen einer Restrukturierung, das ist wirklich nicht seine Schuld. Ich glaube, da ist nicht wirklich eine persönliche Verantwortung. Aber es gibt so etwas wie eine kollektive Identifikation mit unserer Wirtschaft,
nach dem Motto, das kann doch eigentlich gar nicht sein, so schlecht waren wir doch nicht. Wir haben doch, und dann kommen Geschichten, dass man doch eigentlich sehr vernünftige Produkte hatte. Und es wird dann natürlich nicht mit dem scharfen marktwirtschaftlichen Messer sozusagen unterschieden zwischen Produkten, die man in einem geschützten Raum abgesetzt hat, genannt Ostblock oder RGW oder DDR und nicht in einem im rauen Wind des Weltmarktes, wo die Innovationskraft und die Attraktivität der Produkte da sein muss. Das wird dann so ein bisschen weggewischt. Und das ist absolut menschlich, dass das weggewischt wird. Frau Preißler, Mecklenburg-Vorpommern. Die jetzige Generation, sagen wir mal, die jetzt so um 15 Jahre alt, inwieweit wird sie geprägt von den Erfahrungen ihrer Eltern und Großeltern? Was nehmen Sie aus diesen Erfahrungen für sich heraus? Sie sind ja auch in der Jugendarbeit tätig. Und ich habe 4 Kinder, die sich alle politisch irgendwie engagieren und eine Meinung haben. Ich denke, es ist auch... Wobei Sie, mit Verlaub, ja. Sie sind nicht repräsentativ in dem Zusammenhang, sondern ich wollte jetzt auf den Ostdeutschen, den genuinen Ostdeutschen. Ich bin sehr froh, dass wir mehr als 4 Ostdeutsche haben und nicht nur meine paar Kinderlein. Ich denke, also ich verbinde sehr viel Hoffnung mit der jetzigen Generation in Mecklenburg-Vorpommern, die einen ganz anderen Blick hat, zum Beispiel auf Nachhaltigkeit, als ihre Eltern und Großeltern. Und die einen ganz anderen, die natürlich schon in einer Demokratie geboren ist und aufgewachsen ist, die also zum Beispiel Mangelwirtschaft gar nicht kennt oder Planwirtschaft, die auch die nach der friedlichen Revolution so erschlagende Arbeitslosigkeit gar nicht kennt. Denn die Generation, die Sie jetzt beschreiben, die 12-, 13-, 14-, 15-Jährigen, die kennen in Mecklenburg-Vorpommern schon Tourismus als Riesenwirtschaftsfaktor. Die kennen Infrastruktur bei den Verkehrsmitteln. Wenn man sich überlegt, dass man in der DDR mit dem Bus umgezogen ist, weil man auf den Trabi 18 Jahre hätte warten müssen, ist das also eine Erfahrung, die hört jetzt bei meiner Generation auf. Meine Kinder und diese Kinder, über die wir gerade reden, die machen sich schon wieder Gedanken darüber, dass also das Auto, was für uns noch ein Luxusgegenstand war, hoffentlich bald entbehrlich sein wird. Und die machen sich darüber Gedanken, wo diese ganzen alten Autos jetzt bleiben. Und ich verbinde sehr viel Hoffnung mit dieser Generation. Und ich denke, es gibt kein Erbe der Diktaturerinnerung. Also jetzt kommt Sachsen-Anhalt aus dem Busch. Nein, überhaupt nicht. Jetzt kommt der Universitätsprofessor aus dem Busch, der natürlich sehr viele junge Leute, natürlich, die einen akademischen Weg einschlagen, schon gesehen hat, seit ich in Magdeburg bin, über 20 Jahre. Und diese Generation interessiert sich für Nachhaltigkeit, für Umweltfragen, für Globalisierung, für Digitalisierung. Ich könnte die Liste noch länger verlängern. Und wenn Sie die Stichworte sich angucken, dann haben die alle nichts mit der ostdeutschen DDR-Vergangenheit zu tun. Das sind exakt die gleichen Interessen, die die westdeutschen Jugendlichen haben. Das ist natürlich auch nicht repräsentativ. Es ist sozusagen ein guter Indikator. Es ist ein guter Indikator. Insofern bin ich an dieser Stelle absolut optimistisch, dass die neue Generation, dass sich dort in der nächsten Generation der Unterschied zwischen West und Ost deutlich vermischt. Ich dürfte mit Blick auf die Uhr vielleicht noch eine Frage einbringen. Und zwar widersprechen Sie beide als Professores der Spaltung der Gesellschaft. Und trotzdem scheint es ja gesellschaftlich trotzdem immer wieder diskutiert zu werden. Und ich möchte eine Frage zitieren aus dem Publikum. Ist es nicht auch im Interesse der Medien, eine Spaltung zu dramatisieren? Es bedient doch mehr die kleinere Menge von Menschen, die wirklich eine Spaltung sehen und alles übertönen, mit dem Ergebnis, dass in der Medienwahrnehmung eine tiefe Spaltung besteht und die Medien hier ein Betätigungsfeld haben.
Also für die Medien ist ein ungelöstes Problem viel besser als ein gelöstes Problem. Denn ein ungelöstes Problem gibt massenhaft Stoff zur Diskussion. Jetzt sind wir fast auf einem anderen Feld gelandet. Ne? Denn es gibt eine alte Regel, Hund beißt Frau ist keine Nachricht. Frau beißt Hund ist immer eine Nachricht. Ja? Das heißt, wir haben ein elektronisches Zeitalter, in dem wir jetzt sind, mit einer ungeheuren Vermehrung der Übertrager, der Medien insgesamt. Es ist ja eine Vielfalt sondergleichen. Es wird wahrscheinlich eines Tages eine Sage sein, dass man sich um 8 Uhr vor dem Fernseher versammelte und Herr Paquet sagte, Kinder, haltet's Maul, jetzt kommt die Tagesschau. Nicht? So, das wird vorbei sein. Nicht? Das ist, weil die natürlich überhaupt nicht danach orientiert sind, sondern da gibt es eine Vielzahl von Transportmöglichkeiten, die auch benutzt werden. Sie brauchen das sich nur mal in den Vereinigten Staaten anzusehen und das nicht erst seit heute. Also das heißt, die einheitliche Meinung, die vertrat das neue Deutschland. Heute gibt es eine Vielfalt, die ist für manchen sehr verwirrend. Und das, was wir zu Anfang gesagt haben hier in der Diskussion, es kommt darauf an, dass der Einzelne bereit ist, sich auf diese Problematiken einzulassen. Zu sagen, was geht da vor oder was ist da vorgegangen? Das ist eine Frage von Bildung. Und deshalb ist das Buch, wie ich finde, so bemerkenswert und so wertvoll auch, weil es über den Gegenstand, den die beiden Autoren behandeln, hinausführt. Es führt weit darüber hinaus, sowohl in dem ökonomischen Teil als auch in dem an- und Abführungsstrichen historischen Teil von Richard Schroeder. Wenn man das Buch gelesen hat, gibt es Stoff in Familien, Verwandten etc. darüber zu reden und zu sagen, sag mal, du, also da hat der Quarkee da geschrieben, also das kann doch nicht wahr sein, nicht? Oder der Schröder, ganz schrecklich. Ne? Also dieser Prozess, dass etwas stattfindet, dass ein Stein geworfen worden ist, der Kreise zieht und zwar zu Recht, das wäre das Optimum dessen, was die Autoren sich versprechen können. Vielen Dank.